So, wieder geht ein violett-weißes Jahr zu Ende. Gerhard, die Spieler waren ja bis zuletzt fleißig. Wir haben auch sogar am vorweihnachtlichen Abend, sprich am 23. noch trainiert. Wie lange ist Ihnen eigentlich Weihnachtspause vergönnt? Also Weihnachtspause ist zwischen eben den Heiligen Abend und Silvester. Am 3. Jänner geht es wieder los im neuen Jahr mit einer zünftigen Einheit im Universitätslandessportzentrum Rief. Wunderbar. Walter, sind deine ersten Weihnachten als Obmann der Austria Salzburg? Punkt 1, legst du vielleicht Austria Salzburg ein kleines Backerl unter den Christbaum? Wenn ja, sind es dann vielleicht schon der 7. Platz bzw. 5. und in Innsbruck ist noch ausständig? Oder was ist es vielleicht, was du Austria Salzburg heuer als Backerl von Christbaum legst? Also ich kann der Austria Salzburg ins Backerl legen, dass die Bemühungen des Vorstandes um eine neue Heimstätte sich in guten Bahnen bewegen. Wir haben gerade vor wenigen Tagen wiederum Gespräche geführt mit der Stadt und ich hoffe, dass wir spätestens im Frühjahr Konkreteres verkünden können. Aber ich kann alle Austrianer beruhigen. Wir sind auf einem wirklich guten Weg und ich bin guter Hoffnung, dass Max Glahn für uns nur eine Zwischenlösung sein wird, wenn man das dann geschichtlich betrachtet. Das war jetzt infrastrukturell betrachtet, jetzt nochmal kurz zum Sportlichen. Ich sage mal, das Halbzeitbackerl, was wir jetzt unter dem Christbaum haben, schaut schon nicht schlecht aus. Jetzt gehen wir weiter, Silvester steht auch an, sprich die guten neuen Vorsätze. Was springt uns da entgegen, wenn wir es aufmachen? Ja, viele, viele Punkte, viele, viele Tore von möglichst verschiedenen Spielern. Natürlich angefangen von unserem Marco Vujic an vorderster Spitze, aber natürlich auch noch ausstehende 3 Punkte, die wir leider nicht am grünen Rasen holen durften, sondern jetzt hoffentlich dann im neuen Jahr bei uns auf dem Punktekonto verbuchen dürfen und damit auch den 5. Platz. Sind vielleicht auch für das Frühjahr ein paar neue Spieler schon, die zumindest eine leichte Schleife um den Hals haben? Es gibt sehr viele Spieler mit schönen Schleifen. Ob eine violette Schleife dabei ist, wird sich noch herausstellen. Aber das lassen wir dann aufs neue Jahr zukommen, wenn eben die ersten Silvesterraketen hinter uns geblieben sind. Okay, was wünschst du zu Weihnachten? Viel Gesundheit für alle unsere Austrianer natürlich. Und natürlich, dass wir nicht in der Regionalliga ein Leben lang bleiben. Das hoffen wir auch. Walter, noch zu dir. Was wünschst du privat zu Weihnachten? Mein Gott, ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo man keine großen Wünsche mehr ans Christkind hat. Ich weiß, das ist beim Gerhard Stöger und bei dir als junge Bursche noch ganz was anderes. Da möchte man vom Leben noch so viel. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir heuer einen sehr schönen einstelligen Platz erreichen würden und wenn wir in 1, 2, 3 Jahren spätestens den Schritt wieder zurück in den bezahlten Fußball finden. Privat wünsche ich mir, dass ich halbwegs gesund bleibe, dass es meiner Familie ganz gut geht, so wie es ihnen auch jetzt gut geht. Und ich glaube, dass wir mit der Austria auf einem guten Weg sind und hoffe, dass der nächstes Jahr so weiter beschritten werden kann. Zum Abschluss sei mir heute noch die Frage erlaubt. Wir in Österreich glauben ja ans Christkind, aber ist es dir eigentlich schon manchmal passiert, dass speziell in der Weihnachtszeit vielleicht Kinder zu dir hergekommen sind und spontan ihre Wünsche dir dargebracht haben in der Verwechslung, dass du vielleicht der Weihnachtsmann sein könntest, rein optisch? Ich weiß, dass du meinen Bart, seit wir uns kennengelernt haben, immer neidvoll bewundert hast. Er wird leider schon etwas weiß und es wird in 2, 3 Jahren soweit sein, dass mich die Kinder mit dem Nikolaus oder mit dem Weihnachtsmann verwechseln. Oder vielleicht auch mit dem Krampus. Also Hörner wachsen auch im Alter? Bitte? Hörner wachsen auch im Alter. Was? Ich höre schon schlecht. Hörner wachsen auch im Alter, weil er gehört hat. Hörner wachsen im Alter nicht, aber vielleicht bist du da der Experte, der zum Krampuswesen etwas beitragen kann. Aber die nächsten Jahre solltest du dich von meinem grauen Bart nicht täuschen lassen. Ich stehe noch mit beiden Beinen im Leben und werde dafür sorgen, dass alle im Vorstand weiterhin so kräftig mitziehen, auch wenn Krampuszeit oder sonstige Zeiten kommen und vielleicht private Dinge auch ein bisschen in den Vordergrund treten. Scherz beiseite, ich bin begeistert, wie alle im Vorstand gearbeitet haben im heurigen Jahr und ich bin sicher, dass es nächstes Jahr so weitergehen wird. Und in diesem Sinne wünschen wir vom Standl, vom Wolfgang Haider, allen Austrianern frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Genau so ist es. Wir sehen uns dann wieder 2011. Alles Gute.